Hi, bevor das Video losgeht, noch ein paar kleine Infos für euch. Auch in diesem Video wurde mit Handy gefilmt, das heißt, die Audio- und Videoqualität hat ein bisschen gelitten, was euch hoffentlich aber nicht so viel ausmacht. Zum anderen wollen wir uns auch noch bedanken für das Feedback vom letzten Video. Unglaublich. Über 35.000 Aufrufe und über 600 Kommentare, das ist echt der Wahnsinn, vielen Dank. In den Kommentaren wurde hin und wieder kritisiert, dass wir Aldi Promo geben oder gar bezahlte Werbung machen. Dem ist natürlich nicht so. Fakt ist einfach, dass Aldi, als einer der größten Discounter in Deutschland, ein sehr großes Kundenspektrum hat. Wenn ihr dort nichts kaufen wollt, dann müsst ihr dort auch nichts kaufen. Das Vorhergesagte gilt natürlich auch für dieses Video. Und jetzt viel Spaß mit Patricks Video. Herzlich willkommen, und zwar wir sind heute bei DM einmal zu Gast. Kann man das so sagen? Wahrscheinlich nicht. Egal. Und dann bewerte ich mal einige Produkte, wie ich sie einschätzen würde. Würde ich sie kaufen? Würde ich sie nicht kaufen? Kann ich diese empfehlen? Kann ich diese nicht empfehlen? Und auch nochmal ein bisschen bezogen darauf, auf wenn man quasi veganen Muskelaufbau und so weiter betreiben möchte, welche Produkte da definitiv sinnvoll sein könnten. Das erwartet euch alles in diesem Video. Meine Entscheidungen zu bestimmten Produkten. Es basiert sich hier nicht alles auf veganer Rohkost, einfach nur, wenn ich da sein würde, was würde ich theoretisch essen, was könnte ich mit relativ gutem Herzen empfehlen, was auf gar keinen Fall, einfach nur meine Einschätzungen zu diesen Produkten in diesem Geschäft. Dankeschön auf jeden Fall schon mal fürs Zusehen, viel Spaß dabei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Roh Vegan Unlimited, ciao. Ja, hi, wir sind hier bei DM. Vielleicht nochmal ganz kurz. Vitasomal kennt vielleicht einige meine Supplements, hallo. Und zwar, die DM möchte meine Produkte jetzt haben. Das ist sehr schön, dass wir dann auch jetzt erstmal weiter online starten werden und dann auch unsere Produkte, denke ich mal, hier platzieren werden in allen deutschen Filialen. Das ist sehr, sehr schön. Aber das ist nicht das Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Fitness. Was würde ich kaufen? Was habe ich früher gekauft diesbezüglich? Und zwar möchte ich einmal hier ein Produkt zeigen. Das ist Sonnenblumenmehl. Ich würde sehr, oder Mandelmehl, ja, kann man auch nehmen. Oder Hanfmehl, je nachdem, haben wir unterschiedlich da. Gerade Kokosmehl auch. Und wenn man keine Lust hat auf Proteinpulver, sehen wir hier, 42 Gramm Eiweiß hat das gute Zeug. 42 Gramm Eiweiß. Das Kokosmehl hat auch so viel und das Mandelmehl hat über 50 Gramm Eiweiß. Ja, wenn man kein Protein will, einfach nur entölt ist das auch noch. Ja, sehr, sehr wenig Fett natürlich. Ja, optimal mit ein paar Bananen oder sowas könnte man das sehr, sehr gut eignen. Ebenfalls zu meiner Zeit, wo ich viel Bodybuilding getrieben habe, noch nicht ganz rohköstlich gelebt habe, habe ich Hafer genommen, habe diesen Hafer angekeimt. Ja, angekeimt, sagen wir ein, zwei Tage angekeimt. Der kippt sehr, sehr schnell. Man muss ihn, das wird sehr, sehr schnell gärig, sag ich mal. Ja, aber selbst das wäre auch nicht so ein schlimmes Problem, wenn du es danach kochst halt. Und danach habe ich diesen Hafer einmal gekocht und das ist der Killer. Weil Hafer ist das Getreide mit am meisten Eiweiß auf jeden Fall. Und gerade das fand ich sehr, sehr gut. Und wenn man ihn kocht, ist er wirklich sehr weich. Man kann ihn sehr, sehr schnell gut essen einfach. Angekeimt, viel mehr B-Vitamine dadurch, das Keimprozess fand ich als mega geile Alternative mit einer Tomatensoße oder sowas. Absolutes Food, wenn man sagen will, man will wirklich aufbauen. Ja? Haferflocken kann man natürlich auch machen und so weiter, aber das ist deutlich, ja, wie soll man sagen, besser, wenn man die Sachen einfach nochmal ankeimen kann und dann nochmal kochen kann, kann man nicht mehr mit Lebensmitteln vergleichen, die nicht angekeimt sind. Ja? Die Aminosäuren liegen vor, Fettsäuren liegen vor, die Saccharide liegen vor. Der Körper ist extrem entlastet. Ja? Gerade im Kraftsport ist es wichtig, du musst deinen Körper entlasten. Ja? Die Vorverdauung hat stattgefunden durch den Keimprozess. Du kannst mehr Energie für die Regeneration, kannst öfter trainieren. Das ist, was wir wollen. Schau mal kurz jetzt den Vergleich. Ich wollte nochmal gleich kurz den Vergleich machen zu den Fitnessprodukten, und zwar kann man sich dieses Hanfprotein hier kaufen, ja. Das ist einfach normales Hanfmehl, das kostet um die 6 Euro, 200 Gramm, ja, hat 50 Gramm Eiweiß, kann man kaufen, kann man aber auch lassen. Man kann sich aber auch Sonnenblumen kaufen für 3 Euro dementsprechend, also für die Hälfte weniger, und das hat 42,2 Gramm Eiweiß. Das heißt 8 Gramm Unterschied mehr und doppelt so günstig, ja. Von daher an, wenn Dingens, dann warum nicht auch das. Also ebenfalls zweites Food. Quinoa finde ich ebenfalls sehr, sehr geil. Ein Tag ankeimen reicht völlig aus. Das sprießt sofort das Korn. Dann kochen, was ich früher gemacht habe. Dann kann man es super leicht essen. Ja. Man kann's, Quinoa finde ich sehr, sehr schön. Kann man süß. Kann man aber auch, wenn man Aldi-Video gesehen hat, ja, Quinoa mit Ananas zum Beispiel, ja, kann man sehr, sehr gut süß. Kann man aber auch salzig essen. Ja. Finde ich beides sehr, sehr gut. Immer die bessere Alternative. Kein Gluten. Mit am meisten Eiweiß finde ich heute getreiben. Quinoa auf jeden Fall.
am meisten Leuzin von allen Pseudogetreiden auf jeden Fall, auch den Buchweizen auf jeden Fall dort Leuzin überlegen. Und ein sehr hohen Tryptophan-Gehalt. Genau, stimmt, ja. Wer die Möglichkeit hat, würde ich dieses wählen halt, hat noch mehr Anthocyane, noch mehr sekundäre Pflanzenstoffe und noch ein bisschen mehr Ballaststoffe, ja. Von daher an, wir haben hier 7 Gramm Ballaststoffe gegen 10 Gramm Ballaststoffe, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr guter Teil von den Darmbakterien, Futter, dann würde ich eher immer diese Variante wählen, ja. Definitiv gesünder, aber wohl gleicher Preis, ja. Also zum Aufbau sehr, sehr, sehr gut geeignet, ja. Mit diesen Omega-3 natürlich, wir haben hier Sonnenblumen, hat ein sehr, sehr schlechtes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis. Halt, ja? Diese Sachen sind um die Hälfte fett reduziert. Wir haben hier 15 Gramm Eiweiß, hier Fett, hier haben wir 10 Gramm. Ja? Okay. Jetzt kann man sagen, okay, man könnte aber noch ein paar Leinsamen dazu essen und so weiter, dann hätte es uns mal wieder ausgeglichen. Leinsamen kosten fast nichts. Man kann aber auch dementsprechend Kokos nehmen, ja, hat ein bisschen weniger Eiweiß, ja, hat aber gar keine Omega-6, Omega-3. Damit kannst du dir überhaupt gar nicht dein Ding ins Zerschießen. Ja? Von daher, das wäre gar kein Problem. Und das Mandel hiervon hat ganz, ganz wenig Fett, glaube ich. Hat nur so 6 Gramm Fett oder sowas. Und das ist dann schon relativ zu vernachlässigen, weil 100 Gramm isst du davon bestimmt nicht. Ja, also das ist ja schon relativ schwierig, ja, davon 100 Gramm zu essen. Von daher könnte man auch das Mandel nehmen, was sowieso ganz, ganz wenig Fett hat. Oder mit ein bisschen Leinsamen aufwerten und dann hat man es einfach viel günstiger. Lasst uns nochmal die Lebensmittel für den Bereich Sport und Fitness zusammenfassen. Zum einen sind Sonnenblumen, Mandel, Hanf oder Kokosmehl eine sehr gute Wahl. Sie enthalten viel Eiweiß und vergleicht man sie mit Fitnessprodukten, sind sie nur minimal schlechter und das zum halben Preis. Allerdings solltet ihr bei der Auswahl des Mehls auf die anderen Eigenschaften achten. Zum Beispiel hat das Sonnenblumenmehl ein eher schlechteres Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis, was man aber mit Leinsamen zum Beispiel ausgleichen kann. Das Kokosmehl hat diese Probleme nicht. Und das Mandelmehl hat relativ wenig Fett. Als nächstes empfiehlt sich unter anderem Hafer, welchen man 1-2 Tage keimen lässt. Dann kocht man ihn und hat so eine nahrhafte Mahlzeit mit viel Eiweiß. Aber Vorsicht, Hafer ist ein Lichtkeimer, das heißt, schön im Hellen keimen lassen. Das Thema Ankeimen gilt auch für viele andere Produkte. Zum Beispiel Quinoa, welches man auch ankeimen und kochen kann und dann süß mit Ananas oder herzhaft genießen kann. Quinoa hat die Vorteile, dass es kein Gluten, viel Eiweiß, Leucin und einen hohen Tryptophan-Gehalt hat. Ich habe hier ein neues Produkt entdeckt, und zwar Brot. Denkt jeder so, oh mein Gott. Aber dieses Brot ist richtig geil. Und zwar haben wir hier Backmischung aus gekeimten Samen. Und wenn man hier drauf guckt, ja, dann haben wir einmal gekeimte Leinsamen, ja, Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Erdmandel, Mandelmehl und so weiter, Buchweizen, Hanfsamen. Ja. Und man sieht hier, kein Gluten, gar nichts. Also kein Gluten ist darin enthalten, ja. Finde ich mega geil, wirklich super geil, sogar aus gekannten Leinsamen. Also das ist ein Produkt, das ich sagen kann, könnte man gut. Patrick, hast du schon mal das perfekte Rohkostbrot ausprobiert? Wenn du bei YouTube perfektes Rohkostbrot eingibst, hast du das schon mal ausprobiert? Das ist auch glutenfrei. Echt? Das ist von War Spirit. Das ist richtig, richtig geil. Das ist mit Flohsamenschalen, Sonnenblumenkern, Basilikum und Leinsamen. Und das finden viele richtig geil. Einfach mal das perfekte Rohkostbrot bei YouTube eingeben. So, lass dir wieder Tipp hin. Nicht so laut, also. Die hält schon die Armbrust auf dich. Die anderen Produkte sehen wir hier gerade, die haben schon wieder Weizen drin. Finde ich jetzt alles nicht so toll von deinem. Aber dieses wäre durchaus hier zu empfehlen, ja. Ein Active Brot, was hat das drin? Auch Vollkornmehl, Weizenvollkornmehl. Also wie gesagt, das ist definitiv zu empfehlen. Wenn ihr es noch nicht kanntet, könnt ihr gerne ausprobieren, könnt ihr mir Feedback unterschreiben. Ich weiß noch nicht, ob ich mitnehme, keine Ahnung, zum Testen. Einfach so. So, jetzt kann man sagen, nächstes Produkt, was ich ebenfalls sehr, sehr cool finde. Hanfsamen finde ich mega. Und zwar, wenn man die einmal ankeimt, ja. Und zwar, diese geschälten kann man nicht mehr ankeimen, aber diese kann man keimen, ja. Und das ist eben das Tolle daran, weil die riechen irgendwann füllig, man darf sie nicht zu lange keimen lassen, aber gerade in Kombination mit Buchweizen, mega gut. Buchweizen hat nicht so ein tolles Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Die schon besser, auch kein optimales, ca. 3:1, sagen wir so, aber verbessert das Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis von Buchweizen und addiert Proteine zu den Buchweizen. Buchweizen hat eher nur Kohlenhydrate, das hat eher Fette und Proteine. Hast du perfekt alles abgedeckt, ja, das ist wirklich die beste Kombination und ist so ein bisschen crunchy, aber der Buchweizen das ja eben nicht ist, der ist ja sehr weich. Von daher ist eine geile Kombination, könnt ihr sehr, sehr gerne mal ausprobieren, ja. Ja, Chiasamen habe ich euch ebenfalls schon gezeigt, in meinem Food Diary kann man keimen, ja, auf Glasplatten einfach mit einer Pistole besprühen, kommen Chia-Keime raus. Ich weiß nicht, ob dieser hier keimt, ja, das weiß ich nicht. Aber Chiasamen auf jeden Fall sehr, sehr geeignet. Habe ich ebenfalls auch schon Video darüber gemacht, ja. Omega-3 und so weiter. Muss ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen.
Sonnenblumenkerne auf jeden Fall zum Keimen geeignet. Auch diese keimen, ja, aber die werden keine großen Pflanzen. Ja. Die sind nur mit Schale, weil in der Schale die Information steht für das nächstere Wachstum, ja, nach den Keimblättern und so weiter. Keim aber trotzdem nach dem Keim das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis allgemein relativiert. Ja. Es wird abgebaut, die Omega-Fettsäuren, weil Fett ja allgemein ein Speicherstoff ist, ja, für die Pflanze zum Wachsen. Das darauf greift sie natürlich zurück, ne, wenn sie letztendlich im Wachstum ist. Ja. Von daher wird das Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis sich immer verbessern, ja, bei den Pflanzen. Weil wenn du siehst, Grünzeug hat immer 1:1-Verhältnis Omega-3 zu Omega-6. Und je weiter die Pflanze an das Grüne drankommt, desto besser wird die Omega-3-Verhältnis. Ganz logisch. Ja. Von daher geeignet, lass es so weit wie möglich keimen auf jeden Fall. Ja. Kann man auch machen, sehr, sehr viel Eiweiß, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Sesam, sehr, sehr schlechtes Omega-3 zu Omega-6-Verhältnis, aber hat am meisten Kalzium. Richtig. Was nicht ganz wichtig ist, der Mohn hat noch mehr. Stimmt, ja. Der Mohn hat nochmal doppelt so viel, aber... Das ist so unpopulär, der Mohn. Ja, ja, das stimmt. Aber ansonsten, wenn du Kalziumprobleme hast, definitiv Sesam das Beste, was du machen kannst nach dem Mohn. Ja, also wirklich das pflanzliche Lebensmittel überhaupt. Ja. Und der Sesam, was oftmals nicht wissen, hat wirklich viel Eiweiß. Also 21 Gramm Eiweiß, ja. Okay, kurze Frage. Ich will unbedingt Nüsse. Ich habe nur die zur Auswahl. Welche würdest du nehmen? Also das sind keine Nüsse, das sind Hülsenfrüchte. Boah, das ist echt schwierig. Du musst eine nehmen. Du musst. Deine Freundin möchte heute Nüsse haben. Scheiße. Du musst eine aus dem Regal. Deine Freundin nehmen. Möchte heute Nüsse haben. Das ist richtig gut. Was ist denn hier? Oh, das ist die letzte. Scheiße. Oh Mann, ja, das ist klar. Okay, okay, ich hab's gehört. Also für den Selen würde ich natürlich dann die hier. Ja. Also allgemein haben diese unfassbar schlechtes Omega-3. Mandeln haben gar kein Omega-3, wirklich null, gar nichts, ist es nicht vorhanden quasi, ja. Haselnüsse eigentlich auch so gut wie nicht, 150 zu 1 oder sowas halt, ist schwierig, ja, muss man immer ein bisschen kombinieren, finde ich, mit viel Grünzeug und Leinsamen und so weiter und dann geht die Sache auch durch, ja, aber in Maßen, ja. Sicherlich nicht schlecht, aber in Maßen, ja. Ist die Frage mit den Abbaustoffen, ja, Phytate und so weiter, habe ich ebenfalls ein Video darüber gemacht, du hast glaube ich auch darüber ein Video gemacht, finde ich überbewertet in dem Sinne. Hat ebenfalls auch Vorteile für die Gesundheit, nicht nur Nachteile. Oftmals werden die Studien ausgelegt, nur darauf, auf die Nachteile zu belichten. Es gibt auch genauso Studien, die zeigen, welche Vorteile diese Phytate für den Körper haben. Es relativiert sich also mit Einweichen und so weiter. Bin ich auf jeden Fall durch mit der Geschichte. Das lohnt sich definitiv nicht. Ja. Zum Thema der nicht so spezifischen Lebensmittel hat Patrick im DM eine Backmischung aus gekeimten Samen ohne Gluten gefunden. Wer allerdings für Brot nicht auf eine Backmischung zurückgreifen will, der kann mal auf dem Kanal von Raw Spirit vorbeischauen, welcher ein tolles Brot gebacken hat. Legenden sagen, das Beste überhaupt. Empfehlenswert sind auch Hanfsamen, welche man ankeimen und mit Buchweizen addieren kann. So ergibt sich eine tolle Mischung aus Kohlenhydraten und Protein. Ein weiteres tolles Lebensmittel ist Sesam, welcher genau hinter Mohn vom Kalziumwert her steht und auch viel Eiweiß besitzt. So, leider war es das schon mit dem heutigen Video. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Haut rein!